And now, I want to introduce our first speaker and the topic he's talking about. iOS Kernel Exploitation Archaeology. Hallo Leute, willkommen zur Übersetzung auf Deutsch von den iOS Kernel Exploits. Mit euch sind Skripkiddy und Ploy. Hier geht's dann auch gleich los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Übersetzung. Ich fange einfach gleich mal an mit dem, was die Vorstellung noch sagt. Oder dazu komme ich leider schon zu spät. Herzlichen Applaus für den Vortragenden. Okay, first of all, thank you. Also als erstes möchte ich euch danken, dass ihr hier seid. As the person that did the introduction told you, this is going to be an archaeologist talk. Vorgestellt wurde. I apologize in advance if it's not that interesting to you. Es ist ein fortgeschrittener Vortrag. Also ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls es nicht interessant sein sollte. Okay, so a few things about myself. Also ein paar Sachen über mich selbst. Actually, I think from all these things, von den ganzen Sachen sind die Sachen. Let's ignore all the other stuff. Okay, sind die Sachen auf der Folie am interessantesten, also, aber ignoriert das ganze andere. Worüber ich reden werde, ich werde über den Evasion 7 Exploit reden. Das war ein Jailbreak. Es wurde von den Invaders rausgebracht am 22. September 2013. Es hat die iOS-Systeme 7 bis 7.1b3 unterstützt. Beta. And they supported all devices at that time, und die ganzen unterstützten Geräte waren zum Beispiel das iPhone 5S. Das war zum Beispiel das erste 64-Bit-Gerät von Apple, außer noch der Fernseher. Ich habe das Ganze neu implementiert. Also ich war nicht wirklich an einem Fehler interessiert, sondern weil der war nicht wirklich kompliziert war, sondern an den Techniken, die verwendet wurden. Also ich habe das Ganze reverse-engineert und angefangen zu verstehen. Und an einem bestimmten Punkt habe ich es neu implementiert, von dem Kernel. Also den Kernel-Exploit neu implementiert. Also das hier sind meine Notizen über das Projekt. Das ist kein Walkthrough durch einen Jailbreak. Ich werde mich zuerst auf die Probleme fokussieren, die ich bekomme und wie ich sie behoben, also wie ich es geschafft habe, drüber hinwegzukommen. Und ich hoffe, wenn ihr gerade an iOS-Kernel forscht, dann könnt ihr da hoffentlich was Interessantes mitnehmen. Also, die generelle Outline ist, ich werde erst was über Evasion 7 erzählen, um so ein bisschen die Grundlagen zu setzen, dann über den eigentlichen Fehler, also den Kernel-Bug. Dann werde ich lange über mein Debugging-Setup reden. Das ist nämlich der Schritt, wo in meiner Meinung nach die anderen Talks über Exploits, also über Handy-Exploits, ein bisschen zu kurz kommt. Und weil das ist so ungefähr die Hälfte von der Arbeit. Und dann werde ich noch über meine Reimplementation reden. Also von dem Exploit. Und am Ende hoffe ich mal, dass ihr was aus dem Vortrag mitnehmt. Also es wurde am 22. September rausgebracht, also vor 4 Jahren. Also das ist die Archäologie in dem Titel des Vortrags. Und wenn man dem Ganzen ein bisschen gefolgt ist, hat man das ganze Drama um Geohot mitbekommen. Ob Geohot seinen Exploit vor den Invaders rausbringen, wem man es verkaufen wollte, und Diskussionen über mit jemandem, darüber, der ihm Geld dafür angeboten hat. Geohot Geohots Jailbreak hat ähnliche Fehler verwendet wie die Evaders, also es gab wirklich viel Drama. Aber nach dem Jailbreak, also ein paar Stunden danach, also wenn dein Handy a piracy
Wer das sich das Handy angeguckt hat, es wurde eine Third-Party-App installiert, die einen raubkopierten App-Store angeboten hat. And of course that also created like a huge natürlich hat das viel Probleme erzeugt, weil das damit kam viele Probleme. Was wirklich die beiden getrennt hat, war dieser Twitter-Post. Und es macht nicht wirklich Sinn. Also es heißt, wir haben den Teig-Store in China ausgeschaltet, komplett aufgrund von den Raubkopie-Problemen. Also man wusste nicht, was los war, man wusste nicht, ob das irgendwie mit dem Jailbreak zusammen kam oder, also was heißt dieses Fernlöschen? Also wie wollt ihr die ganzen raubkopierten Programme loswerden? Also es ist ein super Tweet, finde ich. Okay, so... Some point after the Evasion 7 jailbreak was also nach diesem Evasion 7 Jailbreak hat der GeoHot ein Essay geschrieben über den Userland-Teil. Also hat analysiert, wie das funktioniert und er hat da aufgehört, als er Root hatte. Also er schreibt in seinem Write-up, Evasion 7 war, also das war im Prinzip das Binary, das den Exploit gemacht hat, war sehr gut obfuscated. Also das war tatsächlich so, ja. Das ist der erste Jailbreak, der bewusst Obfuscation eingesetzt hat. Also einerseits, um diese Piracy-Apps zu verstecken und andererseits, um zu verstecken, was der Kernel-Bug war, der ausgenutzt wurde durch den Jailbreak. Also POSIX Ninja, der den Kernel-Bug effektiv gefunden hat, soweit ich weiß, hat über diesen Bug was geschrieben und er schreibt so weit, bis er von GDB einen Crashlog erhält. Also er sagt nicht, wie man den Bug ausnutzen kann. Okay, so after all these things happened, then I decided to reverse engineer the Tether binary. Also ich wollte das Binary selbst reverse engineeren, um den Exploit zu verstehen. Also ich wollte mir insbesondere diese Obfuscation genau anschauen und das war eine große Herausforderung, das zu deobfuscaten. Und ich wollte verstehen, wie genau das Ausnutzen der Lücke vonstatten geht im Kernel. Der Jailbreak wurde im Dezember 2013 rausgebracht und ich habe im Februar 2014 angefangen. Also ich meine, ich hatte daneben ja noch einen normalen Job und also ich habe höchstens 2 Tage pro Woche an diesem Projekt gearbeitet. So wie war meine Ausstattung? Ich hatte ein iPhone 4. Die haben einen Bootroom-Bug, das heißt Linebrain, und da kann man beliebig unsignierte Kernels laden durch diesen Bug. Also das heißt, man kann sehr leicht Kernel-Debugging einrichten auf diesem iPhone. Also ich hatte ein iPhone 4 mit iOS 7.0.6. Also denkt dran, das ist noch 32-Bit-Architektur. Und ich hatte noch ein iPhone 5S, auch mit dem gleichen iOS drauf. Und das habe ich verwendet, um meine ganzen, was ich herausgefunden habe, zu verifizieren. Und das ist auch ein ARM64-Gerät. Also ich glaube, das war das einzige ARM64-Gerät auf dem Markt bis dahin. Ja, und eben die Version 7 war die, die ich analysiert habe. Also das Lustige auf dieser Slide hier ist, ja gut, also es ist nicht wirklich besonders lustig, eher was das schmerzhaft war, das mir viele schlaflose Nächte bereitet hat. Ja,
Also noch einige Dinge über die Obfuscation. Nicht alle Funktionen vom Binary waren obfuscated, aber einige wichtige schon. Das waren die, die den Bug im Kernel ausgenutzt haben, die die Heap Manipulation gemacht haben und so andere zentrale Dinge. Also mir wurde gesagt, dass spätere Versionen diese Obfuscation nicht mehr drin hatten, aber das habe ich selbst nicht gesehen. Also ich war bis zu diesem Zeitpunkt eh schon fertig mit meinem Reverse Engineering. Also wie ich schon gesagt hatte, der Kernel-Bug, der Evasion vom Evasion 7 Untethered Binary wurde von POSIX Ninja gefunden und er sagt, das sieht man auch auf der iPhone Wikipage, hat er im Prinzip dieses sechszeilige Bash-Script verwendet. Also er macht im Prinzip Device Nodes mit bestimmten Argumenten hier mit Major und Minor Numbers. Also um es auf den Punkt zu bringen, um dahin zu kommen, um diese Device Nodes erstellen zu können, muss man außerhalb der App Sandbox sein, die auf iOS vorhanden ist. Und man braucht Root-Rechte. Also das ist der Userland-Part vom Evasion 7 Exploit. Also das werde ich jetzt nicht genau ausführen, wie man das macht. Also wir fangen da an, wo man schon aus der Sandbox ausgebrochen ist. Also das ist der Code hier aus der Version des XNU-Kernels mit dem Bug. Also hier sieht man die Open-Function. Die wird immer aufgerufen, wenn im Userland-Code ein PTMX-Device öffnet. Dann wird diese Funktion aufgerufen. Das Wichtige hier ist, das Dev wird komplett vom Benutzer kontrolliert. Und das wird nicht überprüft. Und dann gibt es diese IOCTL-Funktion, die diesen Wert verwendet, ohne dass der Wert überprüft wird. Also es ist eigentlich ein Fehler, den User-Input zu validieren. Also ich habe noch hier den PTMX-IOCTL-Struct. Dieses Array da, dieser Zustand, dieses Zustand-Struct ist global im Kernel. Und dieses Stück IOCTL-List hier ist im Kernel-Heap. Und das ist ein Array von PTMX-IOCTL-Structs. Das ist das hier unten. Das Wichtige hier, das werde ich dann immer wieder erwähnen, es hat hier einen Pointer auf ein PTTTY-Struct. Okay, so we control the index to the array. Also wir können den Index ins Array kontrollieren. Was können wir damit anfangen? Hier sieht man, dass PTMX GetIOCTL Funktion gibt einfach das zurück, was durch den Index darauf verwiesen wird. Dann gibt es hier diese PTI-Variable, die da rausgelesen wird. Also das kann man kontrollieren. TP hier kann man kontrollieren. And I mean, in other code paths of the kernel. In anderen Teilen des Kernel Codes ruft man das, wird das wieder und wieder aufgerufen. Also gibt es viele Dinge, die man anschauen muss, wenn man weiß, hier gibt es einen Bug und man versucht, den jetzt auszunutzen. Also gut, noch ein etwas Wichtiges hier. Dieses PTMX, diese Funktion hier. Also does it Die macht auch die Allokation dieses Structs hier, das PTY hier. Das ist wichtig, weil das brauche ich dann später. Ein weiteres wichtiges Detail, dieser Bug erlaubt einem, man kann die Größe von diesem Array hier kontrollieren. Also seht ihr das hier? Also wenn man das DevPTMX-Device öffnet, kann man dieses Array immer größer machen. Und das sieht man hier bei diesem Grow-Vektor. Also es ist egal, wie groß das hier ist. Das Wichtige ist die Größe des Arrays in Bytes.
kannst du als Nutzer kontrollieren. Also der, als der, der diesen Bug ausnutzen will. Also das hier ist nicht von meinem Exploit, aber wenn ich jetzt ein Open mache von diesem PTMX-Device, dann heißt das, es geht hier in Calog 64. Und wenn ich jetzt das 17 Mal mache, dann geht es auf 128. Wenn ich 33 Mal diese Funktion ausführe, dann geht es auf 192 und so weiter. Also ich konnte also entscheiden, in welcher Calog Zone dieses Array kommt. Also wenn ihr das nicht kennt, Calog Zones, das könnt ihr euch so vorstellen wie Container. Für Heap-Objekte im Kernel-Heap. Alle können von verschiedenen Typen sein, aber alle sind jeweils von der gleichen Größe. Also Calog 64 hat verschiedene Structs von 64 Bytes. Also alle sind eben dann genau 64 Bytes groß. Okay, so I started debugging the, also ich habe mit dem Debugging angefangen vom Untethered Binary in Userland. Zuerst mal mit GDB und da habe ich gemerkt, dass eigentlich nichts funktioniert hat. Zu dem Zeitpunkt hatte Apple angefangen von GDB zu LLDB zu wechseln und ja, als ich dann gesehen habe, dass nichts funktioniert, mit, also zum Beispiel, wenn man Breakpoints setzt, dann werden die nicht gehittet oder halt Stepping ging auch nicht. Zum Teil konnte man nicht mal ans Binary attachen. Das heißt, ich habe dann auf LLDB gewechselt mit einem Debug-Server und es war ein bisschen besser. Als ich da am Rumpröbeln war, ist mein iPhone 4-Gerät in einen Recovery-Loop geraten und ich konnte das nicht wiederherstellen. Das heißt, ich musste eine saubere Neuinstallation machen, aber zu diesem Zeitpunkt gab es nur iOS 7.1 von Apple. Also ich konnte nicht die Version installieren, die diesen Kernel-Bug hatte. Aber ich konnte halt auch nicht das Gerät nicht wiederherstellen, weil das war das einzige Gerät, auf dem ich Kernel debuggen konnte. Also habe ich halt auf 7.1 abgegradet. Aber dieser Exploit funktioniert halt nicht auf iOS 7.1. Was ich eigentlich machen wollte, war ein iOS 7.1 Gerät zu booten, aber mit einem 7.06 Kernel. Und dafür konnte ich den Library Bug ausnutzen, um beliebige Kernel zu booten zu können. Das Problem war, dass Red Snow nur bis zu iOS 6 unterstützt hatte und iOS 7 wurde halt nicht unterstützt. Das heißt, ich habe den ganzen Rest mal auf der Seite gelassen und erst angefangen, Red Snows Exploit anzuschauen. Also es war damals noch Closed Source. Also habe ich halt angefangen, das zu reverse-engineeren, um diesen zu patchen. Also das Binary zu patchen, sodass es iOS 7 unterstützt. Da habe ich wohl einen Monat damit verbracht und dann habe ich gemerkt, ja, da komme ich irgendwie nirgendwo hin. Es gab viel, das ich nicht wirklich verstanden habe und ja, habe eigentlich damit aufgehört. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auch OpenSnow gefunden. Das war eine Anstrengung von WinOCM, Red Snow als Open Source Exploit auszuführen. Es hat funktioniert, aber jetzt war mein Problem, dass ich keine arbiträre Länge von Boot-Argumenten mitgeben konnte. Also in iOS sind die wirklich sehr wichtig, weil wenn man bestimmte Boot-Argumente übergibt, kann man Signing-Checks ausschalten und auch das Kernel-Debugging anmachen. Also deswegen will man eigentlich arbiträre Länge von Boot-Argumenten mitgeben. Also iOS 7 hat 39 Zeichen benutzt, also hat OpenSnow auch nicht mehr unterstützt. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe IBAC gepatcht. Das ist der Teil, der den Kernel lädt.
Und ich habe den Pointer von den Butarchs auf eine andere Stelle gesetzt, wo ich mehr Platz zum Schreiben hatte. Und dann konnte ich eine arbiträre Länge von Butargumenten mitgeben. So I had an iPhone 4 device. Also ich hatte ein iPhone 4 mit iOS 7.1 und ich habe mit OpenSnow den 7-Point-Kernel gebootet. Und eine Notiz, die man hier machen sollte, ist, als ich mit OpenSnow versucht habe zu arbeiten, habe ich währenddessen auch das Evasion 7 Binary File reverse engineert. Also, und was der Exploit gemacht hat, er hat den Kernel gepatcht, um Kernel Debugging anzumachen. Aber an einem Punkt habe ich gesehen, dass das Debug nicht angemacht wird. Also man hat die Verbindung herstellen können, aber und es sah auch so, als würde es funktionieren, aber wenn es dann nutzen wollte, und man zum Beispiel Breakpoints setzen wollte, dann ist das Ganze einfach nur eingefroren und es ging nichts mehr. Also das war noch was ich machen musste. Kernel debugging at last. Also, that's not really what happened, because, also wir haben dann das Kernel debugging schon noch hingekriegt, aber es war nicht ganz so einfach. Also manchmal haben die Breakpoints funktioniert und man hat versucht, irgendwelche Schritte auszuführen, aber manchmal lief es einfach weiter und dann, das war so, als hätte man Continue getippt. Und wenn man jetzt zu lange gebraucht hat, dann musste man das Gerät neu starten und nochmal von Null anfangen. Und wenn man die Kommandos zu schnell geschickt hat, ist das Ganze auch wieder eingefroren und musste es auch wieder neu starten. Also es war eine tolle Zeit. Also ich habe ähnliche Sachen gemacht mit iOS 6 und ich erinnere mich daran, dass es sehr viel leichter war und das Kernel Debugging auch sehr viel leichter war. Das Problem ist, nutzen die Apple Debugger wirklich LLDB oder benutzen sie was anderes? Also jetzt konnte ich das Evasion 7 Binary wirklich debuggen von der User-Seite und von der Kernel-Seite. Jetzt konnte ich es zur Laufzeit analysieren. Und zur selben Zeit konnte ich aber auch konnte ich es auch noch reverse engineeren im IDA. Also konnte ich also an dem Punkt ging es dann zügiger. Also ich habe dann die TTY-Structure gefunden, damit konnte ich dann schreiben und lesen auf dem Speicher. Also das war sehr interessant. Ich habe irgendwie sowas erwartet, was zum Beispiel im Evasion 6 Jailbreak drin war, wo sie irgendwelche Heaps extracted haben. And re-implement the exploit. Also hier habe ich aufgehört, das zu reverse zu engineeren und habe es neu implementiert. Also es hat natürlich nicht von Anfang an funktioniert. Und ich habe nicht von Null angefangen, sondern ich habe. Aber ich werde das in den folgenden Schritten erklären, wie ich dorthin kam und wie es funktioniert. Also zu dem Punkt hatte ich jetzt das Verständnis, wie der Bug funktioniert, eine generelle Idee, wie man das Ganze exploiten könnte. Und wenn man das schon mal gemacht hat, dann wisst ihr, dass man viel Stift und Papier braucht, um Ideen zu entwickeln. Dann funktioniert es nicht, dann muss man nochmal von vorne anfangen. Also es ist ein iterativer Prozess, der wirklich anstrengend ist. Also man sitzt dann nächtelang dran, bis morgens um 5 und probiert es aus und es funktioniert wieder nicht. Und dann experimentiert man nochmal und es wiederholt sich halt sehr häufig. So, let's talk about exploitation. Aber jetzt reden wir mal darüber, wie man die Schwachstelle ausnutzt.
Also um euer Gedächtnis nochmal zu erfrischen, also im Groben war es ein ungültiger Index-Bug. Also und ich konnte kontrollieren, in welche Calloc-Zone es enden konnte, aber ich konnte es nicht wieder reduzieren. That's code from that. Also das ist jetzt Code aus der Funktion. Was es macht, es allokiert eine neue Struct und nutzt dann, um neue Sachen dorthin zu schreiben. Also die Struct hier, that's useful for the next parts. Okay, a few things about the also ein paar Sachen über die Technik, die ich benutzen wollte. So it's the also es ist die VMAP-Copy-Technik, also es wurde von Down and Mantma vorgestellt. Also was sie praktisch machen, ist, sie kränkeln den Heap mit irgendwelchen Structs und gehen davon aus, dass irgendwas die Struct korruptieren wird. Und was man dann praktisch hat, ist Leak of kernel memory. Also man leakt praktisch kernel memory. Below or above the also und or arbitrary, if you put what dahin kommt man dann an die Daten, die ober oder unter dem Pointer here, liegen. And then freeing the also wenn ich hier ein Element anlegt und dann wieder freigibt. Also wenn es dann wieder allokiert, dann landet es auf einem anderen Teil des Speichers und damit kriegt man den Heap Overflow hin. Also man korruptiert eine Struct und hat damit einen Heap Overflow. Okay, so what was the idea? Also was war die Idee? Die Idee war die PIS OCTL List Index Bug, um dann einen relativen Leak von Kernel-Speicher hinzubekommen. Also das war mein erster Versuch. Also das Endziel ist natürlich of course, it was just a fuzzy idea that point. Aber es war natürlich nicht ganz saubere Idee, aber wenn man am Anfang anfängt und dann die Codepfade zieht und die Sachen, die man also auf die man schreiben kann und wie die weiter benutzt werden, dann hat man nicht so ganz konkrete Sachen im Kopf, aber man hat so eine Idee, wo interessante Dinge passieren könnten. Okay, so also, let's talk about the exploitation stages. Aber dann reden wir jetzt mal über die Schritte für die Ausnutzung der Schwachstelle. So at stage one, also Schritt 1 ist, man schmeißt viele VMAP-Copy-Structs auf den Kernel und habe mich entschieden, auch in der Calloc 256-Zone zu arbeiten. Warum ich das genommen habe, also durch das Kernel-Debugging habe ich gesehen, dass diese Calloc-Zone nicht wirklich benutzt wird, also nicht vom Kernel und auch nicht vom Exploit. Also das war gut, weil das bedeutet, dass man eine bessere Kontrolle darüber hat, als die anderen Sachen, die da auch noch die Sachen drauf schreiben. Also als wenn irgendwer was anderes da noch reinschreibt. Also habe ich mich entschieden, die Zone zu nutzen. I avoided, of course, Calloc 384. Natürlich habe ich die 384-Zone ignoriert, weil dort die TTY-Structs lagen. Also das erste. Okay, so what also, I wanted to do was was ich machen wollte, ist das hier. Am Anfang schmeißt man VM-Copy-Structs auf den Heap und man kontrolliert den Inhalt und die Größe. Also es wirklich nur ihre Größe spielt eine Rolle. Also man schmeißt 256 Bytes und man gibt dann jedes zweite VF frei. Und so kann man die Liste wachsen lassen zu 256 Byte und dann geht es in einen der freien Slots hier.
Now the code for doing that looks something like that. So der Code, um sowas zu machen, sah so aus. Was es praktisch macht, es erstellt. So if you see here the out of line. Wenn ihr hier die Mark Messages seht, den ihr größtes 256, der Buffer spielt hier keine Rolle. Und man schickt einfach Nachrichten. Und nachdem man die draufgeworfen hat, und dann gibt man jeden zweiten frei, wie hier, um diese freien Plätze zu bekommen. Mark out of line messages. Und um diese freien Satz zu bekommen, gibt man diese out of line messages hier aus. Und nachdem man sie die Löcher erzeugt hat, lässt man die Array auf 256 Bytes wechseln. Und wie das macht, man öffnet das DevPTMX-Device. Wie oft spielt keine Rolle, aber grows it to 5-6 bytes. Aber es lässt es anwachsen. That's the arrangement you have at that first stage. Genau, das ist, was wir im ersten Schritt machen. Okay, so the second stage. Und im zweiten Schritt is done on callocate on the calloc 88 zone. Macht man an der Calloc 88 Zone. Also man schmeißt wieder die Structs drauf, aber diesmal natürlich mit 88 Bytes. And then I create again holes. Und dann erzeugt man wieder diese Löcher in der Tabelle. Und dann löst man die Schwachstelle aus, indem man einen falschen Index übergibt. Und wenn man dem Kernel was Falsches mitgibt und dort gibt es dieses Muster von frei benutzt, dann übergibt man einen Index auf einen der freien Plätze. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich weiß, dass es in dieses Muster fällt. Und damit kann ich die Schwachstelle auslösen. Basically you control this index, right? Also merkt euch, ihr kontrolliert hier diesen Index. Also man zeigt ihn auf. Und ich lasse ihn dorthin zeigen, wo ich weiß, dass oben drüber eins frei ist. Ich kenne die Adresse nicht, aber ich weiß den relativen Abstand in Bytes, weil ich natürlich den Heap selber, also die Struktur selber erzeugt habe. Also sieht so aus. Right, free VMAP copy. Also das ist mein erster Schritt und das ist dann das zweite auch in der Calloc 88 Zone und wenn es allokiert wird, geht es in einen der freien Plätze und dann der Bug an sich, was wir hier sehen. Dann geht es her und speichert es dorthin, wo der Index steht, also wo der Index hinzeigt. Aber erinnert euch, wir kontrollieren das hier und wir kontrollieren das K-Data-Feld, also von der VMAP Copy Struct. Und dann damit habe ich die Adresse rechts. That's how the heap looks like. Das ist dann, wie der Heap aussieht. Also hier ist der Code, es sieht praktisch aus wie Schritt 2. Man erzeugt die Heap-Struktur, diesmal halt nur in 88. Und dann gibt man das zweite wieder frei. Und dann kann man hier mit der Zeile die Schwachstelle ausnutzen. Die Indexnummer hier ist praktisch, was relativ dorthin zeigt. Also ich habe jetzt die Adresse von dem IOCTL-Struct, was eine Adresse auf der Calloc 88 Zone ist, über die VMAP Copy Struct hier. Also was ich jetzt mache, ich empfange einfach diese Nachricht und im Inhalt sehe ich die Adresse die Adresse in der Calloc 88 Zone. Also dann hier machen wir das. Ich empfange einfach alle Nachrichten. That's my address. Und das hier ist meine Adresse. Okay, so
An diesem Punkt, das Einzige, was ich bis jetzt habe, ist die Adresse hier. Also die Adresse von diesem Heap-Slot. So, at that point I started an dem Punkt schaue ich jetzt nach anderen, also nach anderen Codepfaden, die den ungültigen Index, was das noch beeinflusst. Und was ich noch gefunden habe, war ein Codepath, der noch einen Write freigegeben hat. Aber um dahin zu kommen, musste ich noch ein paar andere Sachen machen. Aber das Einzige, was ich wusste, ist die Allocate-Adresse. Also jetzt werde ich euch erklären, wie wir zu diesem Write kamen. Also ich räum den Calloc 256 Zone auf, spray es nochmal, genau wie vorher schon, mit VMAP Copy. Nochmal mache ich neben dem PIS IOCTL List Array, habe ich dann entsprechend eine VMAP Copy Struct. Aber dieses Mal schreibe ich eine Payload in die VMAP Copy Struct mit dieser Fake PTMX IOCTL Adresse. Also der erste Teil ist ja eben ein Pointer zu einem IOCTL Struct. Und das, die Adresse, die da liegt, vom Pointer, kann ich brauchen für ein Fake TTY. Also dann die Calloc 88 Zone aufräumen und wieder sprayen mit VMAP Copy Structs. Und an dieser Stelle brauche ich als Payload diese Fake TTY Struct. Das Problem hier ist allerdings, das TTY Struct ist 256 Bytes. Und Calloc 88 ist natürlich nur 88 Bytes groß. Also mit den Elementen die ersten 88 Bytes konnte ich nicht zu einem Write kommen. Also ich musste irgendwie eine andere Art finden, um mein gefälschtes TTY Struct zu haben im Heap. Also ich konnte ja nicht in einer anderen Calloc-Zone arbeiten, weil ich wusste ja nur die Adresse auf dieser Calloc 88-Zone. Ich hatte nichts anderes, worauf ich aufbauen konnte. Das heißt, ich habe angefangen, mit viel komplizierteren Heap-Anordnungen zu spielen. Also anstatt nur ein Heap zu sprayen, wollte ich ein Muster haben von, also ein Muster aus zwei kontrollierten Teilen. Also ich konnte nicht VMAP Copy Struct brauchen für diese zwei. Das ging nicht, weil VMAP Copy Struct hat ja einen Header. Also habe ich halt die Kernel Heap Exploitation Slides gelesen von Ionix und da habe ich gemerkt, dass ich mit XML Properties von Länge 88 das ausnutzen konnte von diesem JPEG-Treiber. Und ich konnte ein zweites VMAP Copy Struct in den 88er-Bereich legen und der zweite Teil vom Fake TTY Struct konnte dann da drin sein. Also sind wir noch nicht 256 Bytes insgesamt, aber halt der wichtige Teil, der mich interessiert, passt da rein. Also einige Dinge über die TTY Structs, über das TTY Structs. Das ist so eines, wie ich eben in der Calloc 88 Zone anlegen wollte. Das ist, wo das IOCTL Struct drauf zeigt. Also hier wollte ich, also das letzte Ding hier ist, dass dieses C-List Struct, wollte ich dieses CL underscore CS kontrollieren und das gibt mir dann beliebige Writes. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt, eben um beliebige Schreibzugriffe implementieren zu können, aber das ging nicht, weil später
hätte man dann dafür noch andere Teile des TTY Structs gebraucht und die konnte und darauf konnte ich nicht drauf zugreifen. Also das war nicht wirklich stabil und ich habe das also nur verwendet, um einen relativen Schreibzugriff zu machen. Also gehen wir mal weiter hier aufs Heap Layout. Das ist jetzt der Teil 3. Also denkt dran, ich habe die Calloc 256-Zone mit VMAP Copy Freeze gesprayt, einfach damit ich dieses PIS-CTL-Listen neben VMAP Copy Struct legen konnte. Ihr wisst, ich kann den Inhalt von dem kontrollieren. Also habe ich darin diesen PTMX IOCTL, diese Adresse reingetan, die ich ja weiß. Und das ist ja ein gültiger Index und der zeigt halt hier hin. Und diese Adresse hier liegt die Adresse, die ich in der vorhergehenden Abschnitt ja rausgefunden habe. Und das zeigt dann auf die Calloc PTH Zone. Und was ist da drin? Das ist ein VMAP Copy, gefolgt von XML Properties und das kommt hier immer so abwechselnd. Und alle diese haben diese Fake TTY Datenstruktur drin. Das sieht dann so aus. Also heißt, das hier zeigt auf das K-Data Element da und der Rest. Also dieses Ding hier, diese zwei zusammen, ist die Fake TTY Struct eigentlich. Ein VMAP Copy und darauf folgend ein XML. Und wo ist jetzt dieses CCS? Wo zeigt das hin? Das zeigt wieder relativ, also ich kenne halt keine Adressen, aber ich kann relative Adressen verwenden, weil ich weiß, wie die Anordnung auf dem Heap aussieht. Das zeigt auf Size of Calloc Size vom benachbarten VMAP Copy Struct, weil ich will diese VMAP Copy Technik verwenden, ja, die ich vorher erwähnt hatte. Also wie sieht der Code jetzt aus? Das hier ist das Spraying, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Dann gibt es hier den Freeze. Nee, warte, das ist es nicht. Das ist die Zuweisung. Ja, das Freeze habe ich hier nicht. Also ich meine, spielt auch keine Rolle, haben wir ja vorher schon gesehen. Also das hier ist das Spray in der Calloc 88-Zone. Das Wichtige hier ist, was ich euch zeigen wollte, ist, bei jedem Schritt habe ich zwei Allocations gemacht. Einerseits das VMAP Copy Struct da mit einem MAC Message. Und das zweite ist dieses XML Properties. Das wird auf den Heap gesprayt, wenn man das Device öffnet, dieser Apple JPEG Driver. Und was ist da der Inhalt von diesen XML Properties? Das ist im Prinzip die zweite Hälfte der Fake TTY Struct mit diesem C_CS-Pointer, der mir Schreibzugriff gibt. Dann sieht man hier diese Fake TTY Setup-Funktion. Ja, und hier sind wir im zweiten Abschnitt. Und da sieht man, ja, wie das Fake TTY erstellt wird. Also das ist das hier. Im Code. Und das hier ist dieser Offset, auf den ich schreiben wollte. Und das kommt ins K-Data vom ja, benachbarten VMAP Copy Struct. Also das sieht dann so aus im Heap. Also, nachdem wir das so gemacht haben wie in Stufe 3, lösen wir nochmal den Invalid Index Array Bug aus, aber diesmal machen wir das mit diesem Index-Device. Ich machte das immer mit einem Master-Index-Device, aber man muss es auf einem Slave-PTX-Device machen. Das passiert hier. Dann schreibt man einfach in den entsprechenden Deskriptor den C_CS, den man ja kontrollieren kann. Und dann schreibt es halt, was auch immer man schreiben will. Und was will ich machen? Ich will im VMAP Copy Struct eine neue Größe für die Calloc Size hineinschreiben in die benachbarte VMAP Copy Struct. Also wenn man jetzt das alles zusammensetzt, bis hierhin, habe ich also ein kontrolliertes Überschreiben von VMAP Copy Struct. Da kann ich ja im Prinzip ein Arbitrary Leak
haben, ich dann KSLR Slide bauen und ja, ein Heap Overflow bauen. Also so kann man diese Primitiven zu einem Exploit zusammenstecken. Ich weiß ja außerdem den Ort im Kernel Heap. Und das haben wir schon in Stufe 1 und 2 gefunden. Wir brauchen das nur, um herauszufinden, wo das PTMX-IOCTL-Struct ist. Da mussten wir die Adresse finden, um jetzt erfolgreich darauf aufzubauen. Hätte man viel nützlichere Primitiven. Also wichtig ist, alles bis hierhin war ohne Code Injection oder so. Also wir haben noch keinen irgendwie Code da rein tun können, weil da gibt es halt so Kernel Selbstschutzmechanismen. Also, wenn man so weit ist, wie kann man jetzt PC Control erhalten? Also man mit Heap Overflows das erreichen. Also wenn man die Heap Anordnung kontrollieren kann, dann kann man IOKit Objects anlegen und halt IOKit Objects teilweise überschreiben und ja, da kann man auch ja beliebige Writes machen, also mit dem Arbitrary Read kann man die V-Tables des IOKit-Objekts auslesen, dann kann man das modifizieren und so hat man dann beliebige Writes. Also um von da dann zu einem ganzen Jailbreak zu kommen, gleich jetzt nicht in diesem Talk, aber es ist nicht mehr so kompliziert. Also nach all dem, wie nice ist eigentlich dieser Exploit zu dem echten Evasion 7 Kernel Exploit? Ich würde sagen, es ist wohl was ziemlich anderes. Aber es ging mir auch nicht darum, das genau nachzubauen. Ich wollte einfach mal ein bisschen mit dem Heap rumspielen und komplizierte Heap-Anordnungen zu erstellen und sehen, ob ich den Kernel verstehe. Also das war der Sinn der Übung. Okay, so was habe ich gelernt? Also was habe ich gelernt? Das wirklich Überraschende für mich war, dass ich bis dahin, also ich konnte es wirklich nicht glauben, dass Apple das Debugging über KDB macht. Also es war wirklich, es lief nicht stabil. Wenn man die Sachen zu schnell geschickt hat, ist abgestürzt. Wenn man zu lange gebraucht ist, ist abgestürzt. Ich denke, dass... Ich konnte nicht glauben, dass... Apple-Ingenieure das wirklich benutzen. Also es war wirklich schwer, das auf dem Kernel zu machen. Aber natürlich meine ich damit nicht, dass man das Ganze nicht anfassen sollte. Also die Geräte sind interessant und es ist schwerer, sie zu hacken, aber es macht, also ich denke, es macht deswegen umso mehr Spaß. Und wenn ihr noch Bugs findet, cool, und am besten meldet sie auch noch. Also es gibt nicht viele Sachen, die offen sind. Der ganze Code ist closed source, die Bugs sind closed source. Und Leute, die daran arbeiten, sollten sich irgendwie miteinander austauschen. Okay, so these are some of the people. Also das sind ein paar der Leute, mit denen ich geredet habe, während ich das an dem Projekt gearbeitet habe. Und das ist praktisch alles, was ich euch vorstellen wollte. Vielen Dank fürs Zuhören und wir nehmen jetzt gerne Fragen. Thank you, ArcP, for the talk. So we have prepared microphones 1, 2, 3 and 4. Also wir kommen zu Fragen aus dem Publikum. We have a Signal Angel, I think. You, when you have questions, you can give me a hand sign. Vielleicht hat der Signalengel eine Frage. Also fangen wir mal an. And please ask questions and no comments. There's time after the talk. Okay. Go ahead.
Thanks for your awesome talk. Danke für den Talk. Ich habe eine Frage über Hip Spraying. Was your hip spraying really stable? War dein Hip Spraying wirklich stabil? Also, wenn es nicht funktioniert hat, ist dann das Gerät abgestürzt. Also, ich habe es hier nur nicht ausprobiert, aber es lief eigentlich ziemlich stabil. Ich habe ziemlich viele Tests dazu gemacht, weil das war so der Test, den ich verwendet habe. Also so 80% oder 90%, also 9 aus 10, 10 Mal hat es funktioniert und wenn nicht, dann ist aber das Gerät abgestürzt. Musstest du das in irgendwie einen bestimmten Zustand bringen, um den Exploit neu anzufangen? Ja, das musste ich. Also, du hast da recht. Also, bei jedem Mal Sprayen habe ich viele Objekte von einer bestimmten Größe, auf die man zielt, um eine neue Seite auf der beim Kalog zu bekommen. Also ich, auch wenn ich erzählt habe, dass die 256 Zone nicht so benutzt war, es gab trotzdem noch Sachen. Also, wenn man am Anfang viel gesprayt hat, dann konnte man sicherstellen, dass das Ganze auf einer neuen Seite erzeugt wurde, wo nicht so viel Störung vom Kernel drin ist. Microphone 1, please. Also, thank you for your awesome talk. Danke für deinen tollen Talk. Meine Frage ist, heute ist es schwer, VM-Copy zu verwenden. Das ist, glaube ich, deprecated jetzt aus Security-Gründen. Siehst du eine Möglichkeit, was anderes zu verwenden, um mit dem gleichen Effekt zu erzielen? Also die VMAP-Copy-Technik, also ich glaube, die ist jetzt inzwischen total tot. Also ich meine, ich habe da schon Sicherheitslücken gelesen und ein Apple Jailbreak-Treiber wurde gefunden. Und wirst du das anschauen? Also, Apple ist einer der vier Treiber, die man aus dem Container erreichen kann. Also ich denke, ich sage zwar nicht, dass da keine Bugs drin sind, aber da das viel genutzt wird, aber wenn da welche sind, wird es sehr schwer, sie zu finden. And now from the Signal Angel, a question from the Internet. Yes, I have a question from the Internet. Eine Frage vom Internet. Wie lange hat dich diese ganze Recherchearbeit gebraucht, so von Anfang bis zum Ende? Du hast so gesagt, du machst das neben Arbeit. Nein, es hat keine 2 Wochen gebraucht. So also 2 bis 3 Monate. Also ich habe, wie ich vorhin erwähnt habe, ich habe, glaube ich, einen Monat einfach nur an dem Red Snow rumgespielt, um das Ganze mit iOS zum Laufen zu kriegen. Also ich hätte jetzt den Teil nicht gezählt zum Exploit-Part, aber der reine Exploit-Part so ungefähr 7 Wochen, aber nur mit 2 bis 3 Tagen pro Woche, also nicht komplette Woche. Okay, then microphone 1, please. Congratulations, your talk. Gratuliere zu deinem Talk. Es war sehr spannend. Ich mochte ihn sehr. Diese Technik, um den Bug auszunutzen, war das bei ODBSCD auch dabei? Die VMAC Copy Struct existiert nirgendwo außer dem XMU-Kernel. Aber das Intro, was man daran mitnehmen kann, ist, wenn man komplexe Heap-Arrangements machen kann, wenn man den Allocator versteht. Also den Prozess, den ich beschrieben habe, also mit den Löchern und mehreren Sachen gleichzeitig anzulegen, damit kriegt man Microphone 2. Also Schwachstellen, again, Methoden, um Schwachstellen auszunutzen, die überall funktionieren. Ich habe da einen Satz gesehen, reported die Bugs nicht. Ich will verstehen, wie du dazu kommst, das zu sagen, weil das ist ziemlich wichtig für Firmen, dass sie wissen, dass es Bugs gibt in ihren Produkten, also und damit sie ihre Produkte besser machen können. Also es ist sehr, sehr nützlich für
Forscher und also es gibt ja auch Entitäten, die viel zahlen für Bugs. Also ich habe dazu nicht viel zu sagen, also außer also wenn man sowas machen will und die Bugs werden gemeldet, dann also es macht keinen Spaß. Sorry, also ich habe dazu nicht viel mehr zu sagen. Kein Kommentar. Signal Angel, do we have another question from the internet? Okay, then please a big round of applause for vielen Dank our speaker und eine Runde Applaus und auch von